Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich freue mich riesig, dass ich heute eine wahre Soul-Rebellin hier im Bewegungskind-Podcast begrüßen darf. Die wunderbare Miriam Anna Casella hat sich nun schon das zweite Mal hier mit mir getroffen und es war so eine wundervolle Erfahrung und ich hatte das Gefühl, wir sind so ganz, ganz, ganz nah beieinander und das, obwohl Miriam Anna Casella gerade in Südafrika sich befindet. Dieser gemeinsame Austausch hat es tatsächlich richtig, richtig in sich. Wir sprechen über sehr tiefe Themen, zum einen darüber, was entscheidend darüber ist, wenn man den eigenen Weg geht, welche Hindernisse sich in den Weg stellen. Und zum Schluss sind wir ganz tief in das Thema Schattenarbeit hineingegangen. In diesem gemeinsamen Austausch zeigen sowohl Miriam Anna Casella als auch ich ganz, ganz viele persönliche Dinge aus unserem eigenen Leben. Und ich kann dir versprechen, es wird verdammt, verdammt deep und wundervoll herzlich. Nun möchte ich dich nicht mehr weiter auf die Folter spannen, deswegen lehn dich zurück oder nimm uns mit auf deinen Wegen und lass uns jetzt starten. Let's go! Habe ich eine wundervolle Frau wieder bei mir im Interview, im gemeinsamen Austausch. Schönen guten Morgen, liebe Miriam Anna Casella. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Wir haben gerade schon ein bisschen geschnattert und sind gerade mit einer Intention in diese Aufnahme reingestartet, dass es so schön ist, wenn es echt ist, wenn es so reell ist, wenn es vielleicht auch ein bisschen unperfekt ist und es dadurch so, 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 ja, wundervoll ehrlich ist. Ich grüße dich. Wow. Guten Morgen aus Kapstadt. Guten Morgen, meine Liebe. Danke für die Einladung und danke für die schöne Intention. Ich freue mich so riesig, dass wir uns heute hier wiedersehen. Wir haben gerade schon ein bisschen geschnattert. Ich hatte einen perfekten Morgen am See mit Sonnenaufgang. Lass uns mal ein bisschen teilhaben, wie dein Morgen war. Was war heute Morgen das Besondere an deinem Tag? Wow, ich bin ein Morgen-Junkie. Ich bin ein totaler Morgen. Ich hatte gerade vorher noch einen Talk. Ich war ein Smoothie kaufen gehen. Und dann hatte ich einen kurzen Talk, ein Gespräch im Café mit jemandem, der ist Muslim. Und wir haben darüber gesprochen. Er hat gesagt, dass er seit 5 Uhr morgens auf ist. Und ich habe gesagt, ja, ich auch. Und dann haben wir darüber gequatscht. Was er macht, ist eher aus religiösen Gründen. Ich mache es aus vielleicht spirituellen Gründen oder einfach, weil es ein Gamechanger in meinem Leben ist, früh aufzustehen. Es war ganz eine schöne Begegnung. Da haben wir darüber gequatscht, wie viel das ausmacht in einem Tag. Also zum Beispiel, wenn ich, es kommt auch mal vor, wenn ich eine lange Jazznacht hatte oder irgendwas und wenn ich hier schlafe, sagen wir, bis 8 Uhr ist für mich lange heutzutage. Dann habe ich den ganzen Tag eine komplett andere Energie. Und normalerweise, wenn ich mit der Natur zusammenlebe, auch in einer Großstadt, wo ich gerade lebe, ist nicht immer ganz so einfach wie in der Natur, aber es ist möglich. Das heißt, wenn ich schlafen gehe, wenn die Natur schlafen geht, wenn ich aufwache, ich wache auf ohne Wecker mittlerweile. Wenn ich aufwache, wenn die Natur aufwacht, dann passiert jeden Tag Magie. Also es ist für mich der Gamechanger. Also das mal so rundherum, so war mein Morgen. Ich bin irgendwann zwischen 5 und 6 aufgewacht.
Dann habe ich mir ich übe das gerade, mir genügend Zeit zu geben, nicht direkt aus dem Bett zu rasseln und in die Morgenroutine reinzugehen, weil ich hab sehr viel Feuerenergie, aber ich möchte immer wieder lernen, mein Nervensystem ruhig zu halten. So. Das heißt, ich bin einfach mal im Bett gelegen, habe noch ein bisschen gekuschelt, das tut mir auch sehr gut. Zuerst mal Hallo gesagt, ich habe auch so eine kleine Übung. Ich gebe mir immer selbst einen Handkuss morgens und sage so, guten Morgen. Also mal ganz, ganz ruhig gekuschelt. Und dann starte ich eigentlich mit meinen Morgenroutinen. Die sind häufig sehr ähnlich. Zuerst habe ich heute ein Breathwork gemacht, ein längeres, wo wirklich die Energie hochgefahren wird. Dann gab es einen Kaffee mit meinem Partner, ganz genießen. Und dann habe ich Krafttraining gemacht. Brauche ich um für die Erdung und für die Feuerenergie. Im Moment mache ich ganz viel mit den Armen, mit dem Bauch, mit dem Rücken, weil die Beine kommen nachmittags und abends noch genügend zum Auf. Genau. Das war das Training. Dann habe ich mich ins Business ein bisschen eingegruft, so die wichtigsten Dinge einfach für den Control-Freak durchgeschaut, alles vorbereitet. Und dann hatte ich noch genügend Zeit und dann bin ich kurz in die Straße runtergelaufen, ein bisschen mit der Community gequatscht, ein Smoothie gekauft, damit ich genügend Energie habe. Und nun sitze ich da. Schön. Also schon ganz, ganz viel erlebt. Ich fand, ich konnte jetzt so schön diesen Weg verfolgen, wie du den ersten Augenaufschlag gemacht hast für dich bis hierhin, jetzt wo du hier sitzt bei mir oder mit mir, besser gesagt. Und ich finde es ganz spannend und ich würde gerne heute in unserem gemeinsamen Gespräch genau dieses Thema wählen, dieses Thema, den eigenen Weg gehen, vielleicht auch so diesen eigenen Spirit leben in diesem Leben, auf dieser Erde. Und ich fand es jetzt gerade so schön. Wir haben tatsächlich einige Parallelen. Also bei mir ist es auch so, um 5 geht es bei mir einfach raus aus dem Bett. Bei mir ist es so, ich wache immer ein bisschen früher auf und liege dann immer noch so im Halbdunkeln, so da. Ich habe so ein Fenster, wo immer schön der Mond noch so reinscheint. Ist immer echt schön, weil es halt immer ein unterschiedliches Licht ist und dadurch ich auch dann immer sehen kann, ja, in welcher Phase ist so ungefähr der Mond. Das ist immer sehr schön. Und ganz häufig habe ich meinen Sohn neben mir liegen. Kommt immer drauf an, wie seine Nacht war. Und dann höre ich immer so, wie ich so, ja, meine Liebsten noch atmen. Und dann, wenn dein Wecker ganz leicht klingelt, dann stehe ich auf und gehe auch so in meinen Tag hinein. Natürlich habe ich als zweifache Mutter so ein paar Dinge, die ich so vorbereiten darf und die auch wirklich wichtig sind. Und gleichzeitig habe ich auch so meine Routinen nur für mich. Und diesen Weg, den wir jeden Morgen gehen, der die Qualität unseres Morgens dann letztendlich ausmacht, das hat in meiner Erfahrung so viel einfach mit dieser Durchschnittsqualität in unserem Leben zu tun. Und ich finde, es ist so ein ganz wichtiger Aspekt in meiner, ja, Selbstverwirklichung, in meiner täglichen Selbstverwirklichung, mir ganz bewusst zu werden, die Dinge, die ich jeden Tag tue, auch wenn sie noch so, ja, wie soll ich sagen, so nervig sind von außen betrachtet, die machen den Unterschied. Das ist so. Ganz häufig kriege ich so die Frage, na, wie machst du denn das? Wie schaffst du das denn im Familienalltag noch X, Y, Z zu machen? Wo ich dann immer sage, das ist die Entscheidung, meine Entscheidung, meinem Leben eine Qualität zu geben. Geht es dir auch so, dass genau diese Kleinigkeiten, dieser Weg, den du früh morgens gehst, dass das letztendlich die Qualität deines Lebens mitbestimmt?
Wow, danke fürs Teilen. Ich hatte gerade zwei Gedanken dazu. Also der erste Gedanke, der mir immer wieder hilft bei solchen Routinen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir sind Gewohnheitstiere. Und wenn du das einmal schnallst, wird es viel einfacher, weil ich kenne den Moment. Also mein Leben hat vor 10 Jahren auch nicht so ausgesehen, wie es heute aussieht. Ich hatte nicht solche Routinen. Ich habe nicht so viel an einem Tag geleistet, erlebt, gefühlt, gemacht. Also das Energielevel oder die Routinen, die Gewohnheiten, die sind komplett anders. Also ich kenne den Moment, wenn du vielleicht jemand zuhört und denkt, boah, how can you? Wie bist du da hingekommen? Also, es ist Gewohnheit. Wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, ja, am Anfang ist es eine Entscheidung und bitte such dir Dinge, die dir entsprechen. Also, kopier nicht von, lass dich inspirieren, brauchen wir alle, aber kopier nicht. Finde wirklich für dich Dinge, die für dich stimmig sind. Und dann triffst du eine Entscheidung. Und ja, dann die ersten 8 Tage, sage ich immer, die brauchen verdammt viel Willenskraft, Selbstdisziplin. Weil wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn du bis 9 Uhr morgens geschlafen hast, dann vielleicht ganz gemütlich, bis bevor irgendwie rumgeschwirrt bist und jetzt möchtest du plötzlich von dem in einen aktiven Frühmorgen-Routine wechseln. Das ist krass, die ersten 8 Tage. Aber eben wie gesagt, wenn du Dinge findest, die du wirklich machen willst, triff eine Entscheidung, mache ein Commitment, also als erstes mit dir selbst, wie lange, dass du es durchhalten möchtest. Und ich empfehle da immer mindestens einen Monat, weil so lange brauchen wir etwa, dass eine neue Routine Gewohnheit werden kann. Und dann wird es eben einfacher. Also hör nicht zu früh auf. Beim Commitment, da hilft mir persönlich zum Beispiel auch, dass ich nahe Menschen das Commitment kommuniziere. Weil dann habe ich noch den sozialen Druck. Und dann die ersten 8 Tage gibt es fucking keine Diskussion. Dann führst du es einfach durch. Also da gehst du wirklich mit dem, wir sagen in der Schweiz, mit dem Grind, mit dem Kuban. Ersten 8 Tage, mach es. Und schreib dir vielleicht auf, wieso du etwas, also wieso du diese Routine machen willst. Weil dann in Weak Spots, in Schwächemomenten, kannst du das nach vorne nehmen und denken, okay, wieso mache ich das? Okay, ich mache es wegen dem. Also, die ersten 8 Tage sind verdammt hart, dann die ersten 30 Tage mittelhart und danach wird es eben eine Gewohnheit. Und dann Ja. wird es einfach und dann fließt es. Und dann ist es mittlerweile für meinen Körper ist es ungewohnt, wenn ich Krafttraining mache. Wenn ich nicht laufen gehe. Genau, das kam mir dazu gerade in den Sinn. Ich mache mir auch So. immer kleine Erinnerungen, muss ich sagen. Also, wenn ich etwas Neues integrieren möchte, beispielsweise. Ich schaffe es sehr, sehr selten, früh morgens wirklich mir Zeit zu nehmen, zu meditieren oder mir wirklich ja einen ruhigen Raum zu erschaffen. Und ich habe dann immer so Fragen, die ich mir selbst stelle und antworte darauf, die mich in so eine gewisse Energie bringen, wie beispielsweise, was möchte ich heute für Energie in die Welt bringen? Welche Energie soll heute dieser Tag haben? Und manchmal stehe ich dann auf und dann geht sofort in den Kopf bei mir rein, okay, du musst dran denken, XYZ zu machen, weil Kind 1 hat das, 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 Kind 2 braucht das, das, das. Das ist ganz normal auch in meinem Leben. Und dann habe ich dafür immer so meine Klebezettel. Das ist immer ganz lustig, weil mein Mann dann immer so guckt, so, okay, ist das wichtig? Kann es ab? Sagst du, nein, das ist wichtig, das brauche ich. Das brauche ich, um mich daran zu erinnern. Oder ich stelle mir dann schon am Abend zuvor alles hin. Ja, genau.
Genau, diese kleinen Zettelchen, die habe ich überall immer mal zu kleben, immer mal so andere Dinge, die, wo ich merke einfach, okay, das fällt mir gerade ein bisschen schwerer, meine Gedanken frühmorgens wirklich darauf zu fokussieren, was gerade wichtig ist. Und dann klebe ich mir in meinem Badezimmer an meinen Spiegel beispielsweise einfach einen Zettel, erinnere dich selbst daran, dass dein Wert nicht daran gemessen wird, was du heute alles geschaffen hast, beispielsweise. Einfach so eine Erinnerung, die ich natürlich an andere Leute immer so gerne verteile mit einem Lächeln, jedoch auch für mich nicht immer leicht sind. Oder ich stelle mir wirklich meine Dinge einfach hin, die ich brauche früh morgens, dass ich weiß, okay, morgen wird ein anstrengender Tag, dass ich wirklich sage, okay, du stellst ja alles schon so zurecht, deine Kaffeetasse und die kleinen Dinge, die einfach dir das Leben schöner machen, sodass du am nächsten Morgen wirklich mit Leichtigkeit entspannt einfach da reinstarten kannst. Mega schön. Also ich mache das auch mit Zetteln. Ja. Das hier ist jetzt eher eine To-Do-Liste noch. Und auf der anderen Seite, aber das ist angeklebt, deshalb kann ich es nicht zeigen. Ist genau wie bei dir, das sind zwei, drei Learnings in meiner persönlichen Weiterentwicklung, wie bei dir auch, die gerade sehr aktiv präsent sind und ich einfach immer wieder selbst daran zu erinnern. Das hilft ungemein. Und das andere, was du noch gesagt hast, finde ich auch so kraftvoll, die Kraft von einer Intention. Also ich arbeite, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, morgen irgendwie, weil es so automatisiert ist. Ich habe immer morgens mein Journal mit mir bei der Breathwork. Und ich frage mich immer, was ist das, was ich heute erleben und erfahren will? Oder was ist das, was ich heute unbedingt erreichen will? Es sind unterschiedliche Intentionen. Es ist eigentlich jede Woche eine Intention für mich. Es sind auch häufig Themen. Es sind nicht nur Dinge, die ich erreichen will, sondern auch Dinge, die ich erfahren oder eben lernen will. Ja. Und eigentlich auch jeden Monat. Und jeden Morgen. Wundervoll. Du hast es vorhin schon erwähnt, dass du vor 10 Jahren hattest du ein ganz anderes Leben. Also andere Routinen, andere Gewohnheiten. Nimm uns mal so ein bisschen mit, vielleicht auf diesem Weg. Ich glaube, von außen betrachtet sieht es immer so aus, als wenn wir so alle ganz straight wären. Wir laufen diesen Weg und haben immer unsere Ziele vor Augen. Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich nehme das manchmal so wahr, dass auf einmal eine so steile Kurve im Leben existiert, wo man denkt, wow, laufe ich jetzt zurück? Und dann auf einmal merkt man, okay, nee, das geht zwar in die andere Richtung, in eine ganz andere Richtung als gedacht, jedoch ist es etwas, was tatsächlich der richtige Weg immer noch ist, obwohl es in eine andere Richtung geht. Wie ist es denn bei dir? Wie gehst du damit um und hattest du schon solche Erlebnisse, dass du sagst, okay, auf einmal hat sich das Leben um 180 Grad gewendet und du denkst so, okay, ich hatte eigentlich andere Pläne, danke Leben, dann gehen wir mal den anderen Weg. Nicht einmal, sondern schon mehrmals. Also ich habe jetzt wie zwei Fragen gehört. Das eine mit dem, eben wenn das Leben verändert, und das andere mit den 10 Jahren zurück, korrekt? Ja, ja, ja. Gut, was soll ich da starten? Also, wenn sich das Leben verändert. Jupp. Kenne ich mega gut. Ich bin eine Soul-Rebellin. Und das heißt, ich habe eine verdammt laute Soul. Ich habe auch einen sehr starken Kopf und ein sehr großes Ego manchmal und einen starken Körper. Also ich habe von diesen drei ein starke Dinge mitgenommen, als ich hier auf diesen Planeten gekommen bin, aber
Meine Soul ist verdammt laut. Und wenn die etwas will, sorgt sie dafür, dass das irgendwann tue. So, das heißt, egal ob es Beziehungsveränderungen sind, Wohnortswechsel, Beruf, Veränderung, Freundeskreis, also wirklich, da bin ich mittlerweile Masterin darin, wenn sich das Leben hardcore verändert, weil der Kopf, also was ich mir immer wieder feststelle, ist, die Seele kommt zuerst ganz leise. Sie flüstert und sagt, look at that, look at that. Schau da mal hin, das gefällt mir nicht so. Und dann, weil wir eben auch mit unserem Kopf sind, allgemein nicht so mögen und eben die Stabilität auch mega schön ist und dann noch das ganze Ding mit Ego und Identität so. Das heißt, in dem Moment, wenn die Soul leise flüstert, mache ich und die meisten von uns Menschen so la 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 ja. Einfach, ja. Oder so. Ja, alles auf einmal. Genau, die drei Elfchen. Und das machen wir im Moment. Und mittlerweile bin ich da auch nicht streng zu mir. Also ich kenne so ein bisschen schon mal den Prozess und ich merke auch, wenn ich den Sachen Affe mache. Und ich verurteile mich mittlerweile auch nicht mehr dafür, dass ich den dreifachen Affe mache, weil ich bin ein Mensch. Ich mag es auch nicht, immer das Leben komplett zu verändern. Das heißt, dann kommt so diese dreifache Affe. La, 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 la. Nein, alles gut, oder? Und dann kommt die Seele irgendwann laut und sagt so, hey, hallo, hallo. Dann gleich so wie die zweite Phase. Das ist dann jeweils die Kopfphase, wo ich alles im Kopf mir versuche zu argumentieren, zu rechtfertigen, schön zu reden. Also ich kann vielleicht das Beispiel bringen mit der Karriere. Also ich war mit 24 Jahren war ich in einer Leitungsposition von einem Sozialdienst. Meine Heft ist, ich bin Sozialarbeiterin. Ich hatte meine Mitarbeitende, war in politischen Gremien. Also wirklich so eine doch schöne Karriere, von außen alles perfekt. Und ich habe das eigentlich 26 so gemacht. Das war eine gute Erfahrung. Ich bin heutzutage dankbar. Dein Leben ja schien ja perfekt zu sein. Also für Außenstehende ist es ja dann dieses, wow, die hat so ihren Weg gerockt und das ist einfach klasse, was sie da gemacht hat und kann man sich nicht beschweren, ne? Das kennt man ja auch so, ja, beschwer dich nicht und vielleicht, also ich weiß nicht, ob du es auch von dir selbst kennst, dieses Ignorieren des Flüsterns der eigenen Seele, dieses, ach naja, warum beschwere ich mich denn? Das ist doch alles ein Jammern auf hohem Niveau. Und all diese Sprüche, die man da so auch von außen kennt. Und dann merkt man jedoch immer mehr, dass man so in einem einfach so unglücklich ist. Also bei mir hat sich das immer geäußert, dass ich dann immer gedacht habe, oh, wann ist denn endlich Wochenende? Dabei war gerade noch Sonntag, ja. Und ich habe immer gedacht, irgendwie, das fühlt sich alles so schwer an. Also ich mochte manchmal damals auch gar nicht früh morgens aufstehen. Das ist auch so verrückt. Ich wollte nicht aufstehen, war den ganzen Tag müde. Das war alles irgendwie so schwer. Und die Krux daran ist, aus Angst etwas zu verändern, bin ich da geblieben. Bin in diesen Strukturen geblieben und das war so ein Megaschritt an dem Tag, wo ich für mich selbst so diesen Wendepunkt festgemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, du probierst es einfach, weil
schlechter als jetzt kann es ja nicht werden, so nach dem Motto, auch wenn von außen das immer so perfekt aussieht. Und dann auf einmal wurde es leicht, das ist so auf einmal wie auf Eis laufen. Erst denkt man so, okay, hält es und dann, okay, let's go. Hol die Schlittschuhe. Kennst du das auch? Hattest du auch so diesen Punkt mal grob gefasst, wo du dann auf einmal gemerkt hast, okay, du machst es jetzt einfach und dann wurde es auf einmal leichter und schöner und erfüllender als jemals zuvor? Ja, kenne ich sehr gut. Also ich in unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Also einerseits wirklich, als ich mit 19 mein Familiensystem, also mein biologisches Familiensystem verlassen hatte, das war so ein riesengroßer Moment, wo ich natürlich Kacke in der Hose hatte. Das war so wie mein erstes Soul Calling, Soul Rebellion. Ja. So irgendwie, genau. Also das war so wie der erste große Schritt, wo ich wirklich gesagt habe, also ich bin mit 5 anderen Geschwistern aufgewachsen, hatte eine starke Mutterrolle, also war stark auf Ort mit meiner Identität drin. Und bevor ich das verlassen hatte, habe ich gedacht, und das natürlich auch zu hören bekommen, ja, dann stirbst du alleine und whatever. Und als ich es dann verlassen hatte, war so wie das erste Upgrade in meinem Leben. Und wie dann plötzlich Dinge ins Fließen kommen, körperlich, emotional, monetär, Menschen. Das war so wie das erste große. Und das zweite große war 5, 6 Jahre zuvor, als ich die klassische Karriere, das klassische Arbeitssystem verlassen habe und sehr selbstständig bin und ein Business durch die Welt reise. Ich meine, da hatte ich auch ich habe gedacht, true, maybe I'm welcome homeless und ja, oder? Nichts mehr klappen. Und da war dasselbe, indem ich es verlassen hatte, wieder das nächste Upgrade. Auch körperlich, wie Dinge los abfallen und eben wieder neue Menschen sehen. Es geht jetzt etwas loslassen, Platz schaffen, damit das Neue kommen kann. Und das braucht verdammt Mut. Das ist. Ja. Ja, ja, genau. Und auch das ist. Ja. Und auch im Training, das merke ich, also jetzt vor 1,5 Jahre habe ich eine geliebte Homebase und eine langjährige Partnerschaft verlassen, war wieder so ein Riesenstep. Und irgendwie ist das so, bis heute mit 32 ist das so ein bisschen mein Lebensmotto. Systeme, die nicht wirklich soulful sind für mich, zu verlassen. Ja. Und ja. New way of finden, new way of family, new way of work, new way of relationship. Deshalb nenne ich mich so rebellisch. Genau. Ja, absolut, absolut. Und ich fühle dich so sehr, denn das ist so ein wahnsinniges Geschenk letztendlich. Also wenn man für sich selbst diesen Mut immer mal wieder im Leben integriert, so empfinde ich das zumindest, wird es irgendwie leichter. Ich muss auch aus meinem Leben sagen, dass das nicht immer alles leicht war. Und ich habe viele, viele Dinge verändert, habe mich auch von meiner Geburtsfamilie teilweise getrennt, habe dafür Menschen, die zu meiner Geburtsfamilie ursprünglich mal dazugehörten, selbst gewählt kennenlernen dürfen, die jetzt für mich so eine Bereicherung in meinem Leben sind, ohne dass sie mich im klassischen System so einengen, würde ich jetzt fast sagen. Also
Ich bin nicht in einem klassischen Familienkonstrukt zu Hause und gleichzeitig habe ich so ein Family Spirit um mich herum. Das ist so kraftvoll. Und für mich ist es damals immer sehr schwierig gewesen und ich habe immer diesen Druck verspürt. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, diesen Druck. Und in meiner Brust, bei mir ist immer so Solarplexus, der ist fast zersprungen und ich war irgendwie die ganze Zeit on fire und gleichzeitig hat mich irgendetwas immer so richtig erdrückt in meinem Leben. Und dann bin ich dann aus dem Impuls heraus, es waren tatsächlich bei mir immer so Impulse, so eine Sekunde, wo ich mal nicht aufgepasst habe sozusagen, ja, eine Sekunde nicht der Kopf aktiv gewesen und dann ist alles aus mir herausgespudelt und das war für mich dann immer dieses Raketenstart, jetzt geht's los. Ist nicht immer schön gewesen in dieser Zeit, also der Raketenstart bei mir, der kam sehr häufig in meinem Leben bereits. Und der hat um mich herum dann alles zurückgelassen und das hat einen riesengroßen Trennungsschmerz auch immer wieder mit sich gebracht. Also das hört sich immer so an, als wenn man einfach so von eins ins andere gehen könnte. Das ist es natürlich nicht. Also ja, das ist wahrscheinlich auch nicht bei dir so gewesen. Jedoch ist dann immer, wenn man so ganz langsam diesen Schmerz dann auch Licht gibt, Luft gibt, dann spürt man auch, dass da ganz, ganz, ganz viel Druck, ganz viel Enge einfach dann auflösen kann, öffnen lassen können. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auf einmal das Leben so viel mehr Weite bekommt, wenn man diese Enge riskiert loszulassen. Also so war es bei mir im Hinblick Familie und so war es auch im Hinblick mit meinem Beruf. Ich glaube, ganz häufig bekommen wir, also bei uns in Deutschland ist es extrem so und ich glaube auch in anderen westlichen Ländern ist es ganz, ganz sehr so, wir haben uns nach der Schule zu entscheiden, was wir machen wollen und bleiben da drinne unser gesamtes Leben bis zur Rente, wenn wir dann welche irgendwann bekommen. Ja, und erlauben uns es nicht zu sagen, hey, diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, die habe ich mit 16, 17, 18 beziehungsweise in den Anfang 20ern getroffen. Eine Entscheidung, die ich in einem Lebensbereich getroffen habe, wo ich doch so unwahrscheinlich jung war, wo ich noch so viele Dinge anders gesehen habe. Und ich erlaube es mir nicht, anders zu denken. Und es ist so traurig manchmal. Siehst du das auch häufig? Ja. Kennst du das auch von dir, dass du so in diesem Punkt warst, wo du gedacht hast, darf ich mich denn entscheiden, anders zu denken? Darf ich denn das tatsächlich? Konntest du das auch bei dir wahrnehmen? Ja, absolut. Also mir kam gerade ein Gedanke, als ich dir zugehört habe. Das ist so ein Statement, das ich mir selbst auch oft sage. Ich darf mich verändern. Und vielleicht ganz wichtig auch, das hört nicht auf mit 30 oder 40 oder 50 oder 60 oder 70 oder 80. Ich möchte 111 werden. So, als ich jetzt dir gerade so zugehört habe, habe ich gedacht, sind nicht nur die Entscheidungen, die wir vielleicht mit 20 getroffen haben, sondern auch heute. Ich weiß doch nicht, mit 40, das ist in 7 Jahren. Vielleicht mache ich komplett was anderes. Who knows? Who knows? Und sich selbst immer wieder diese Erlaubnis zu geben, hey, ich darf mich verändern. Ich weiß, es ist nicht einfach für unser Ego, für unsere Identität. Aber wenn ich mir mein Leben vorstelle, bleibe bis 111 genau gleich wie heute. Ich mache genau das Gleiche, ich lebe genau am gleichen Ort, ich denke genau das Gleiche, ich habe genau die gleichen Routinen, ich lese die gleichen Dinge. Das macht bei mir ein Gefängnisdruck, also das nimmt mir diese ganze Lust zum Leben. Also ich bin hier, ich nenne mich auch häufig Student of Life. Ich bin hier, um zu lernen. Und das hört für mich nie auf. Das
habe ich für mich so entschieden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht aufhören, uns weiterzuentwickeln. Nicht aufhören, neugierig zu bleiben. Wer sind wir? Wer ist die nächste Person um dich herum? Weil auch die verändert sich. Und auch dasselbe mit der Berufung, mit der Soul Mission. Also meine aktuelle Berufung seit 5 Jahren ist ja, dass ich Frauen im Soul Business leite. Und auch da machen sich gewisse wieder einen riesen Druck, diese eine Soul Mission zu finden, wo sie dann in 80 Jahren dasselbe machen müssen. Und das ist ja, das ist ja auch wieder das nächste Gefängnis, das wir uns kreieren. Auch die Soul Mission, auch dein Soul Business darf sich weiterentwickeln. Ja. Absolut, absolut. Und ich finde es, das, was du gerade gesagt hast, dass es auch so vielen Menschen so geht, dass sie wirklich sich ein Gefängnis ins nächste kreieren. Ich glaube, dass wir da auch wirklich den Blick für unsere Kinder einfach öffnen dürfen. Ich sehe es halt so unglaublich häufig, dass viele Kinder, viele Jugendliche einfach gar keine Perspektive mehr sehen im Leben. Und dass sie vielleicht auch genau, vielleicht ist es auch diese Soul, die da einfach mittlerweile schreit und sagt, nein, nicht ins nächste Gefängnis. Und diesen Blick dafür zu öffnen, zu sagen, hey, das Leben ist für dich. Probier es aus, koste es aus. Mach so viele Erfahrungen wie möglich. Lerne so viele Menschen kennen wie nur möglich. Du musst dich nicht mit jedem verstehen. Du kannst auch einfach mal ja, rebellisch sein. Und dieser Krieger, bei mir ist es ja so diese Kriegerin, die in mir so immer rauskommt und die dann losdüst mit ihrer Rakete. Du darfst es dir erlauben, einfach dieses Leben, was du geschenkt bekommen hast, so bunt und grandios zu gestalten, wie du es möchtest. Und ich bekomme gerade jetzt aktuell ganz, ganz viele Nachrichten, vorwiegend von Frauen, die so sagen, ja, ich habe es halt gerade nicht leicht und das Leben ist gerade so schwer. Und ich umarme diese Menschen so, so sehr und gleichzeitig denke ich immer, hey, komm, spring auf meine Rakete und lass uns einfach mal eine Runde um die Erde drehen. Dann wirst du vielleicht sehen, dass das, wo du gerade bist, dir einfach nicht gut tut und dass du dich anfangen darfst zu bewegen auf ganz, ganz, ganz vielen Art und Weisen. Und nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit unserem Geist in Bewegung zu kommen, sich weiterzuentwickeln, zu lernen. Du hast ja gesagt, das gleiche Lesen, 80 Jahre lang das gleiche Lesen, jeden Morgen die gleiche Zeitung zu lesen, die gleichen Dinge zu konsumieren. Das könnte sein, dass es ein Anfang ist, einfach mal wirklich was Neues zu lesen, neue Dinge zuzulassen, vielleicht die Zeitung auch einfach mal zusammenzuklappen und den Blick schweifen zu lassen über einen Wald oder übers Meer, beim Atlantik zum Beispiel bei dir. Wie gehst du denn damit um? Was sind denn für dich so diese Punkte, die dir dabei helfen, dich fortwährend zu entwickeln? Mega schöne Fragen. Eigentlich das Leben selbst. Aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mittlerweile sehr ein lebendiges, konfrontierendes Leben aufgebaut habe. Also, ich glaube, das Leben selbst, weil ich reise viel, ich treffe viele neue Menschen, ich versuche auch gut zu hören, was das Universum mir bringt, also sei es durch einen Song oder ein neues Buch oder ganz kleine Dinge. Ich laufe irgendwo durch die Straße und triffst du, ich nenne es immer so Reisebekannte. Und dann quatschst du kurz über irgendwas. Und dann kommt so ein Thema. Dann merke ich so, wow, okay. Nächsten Tag triffst du jemand anderes. Kommt wieder dasselbe Thema. Dann weiß ich so, okay,
vielleicht wieder mal ist wieder mal Zeit, dorthin genauer hinzugehen. Also eigentlich mittlerweile das Leben selbst. Aber ich glaube, ich habe mir schon auch eben mir einen Lifestyle und Routinen aufgebaut. Ich habe da ganz, ganz viel rein investiert in den letzten Jahren, die das eben auch fördern. Also mache ich eigentlich auch jeden Tag mal eine Meditation von irgendjemandem. Ich habe meine Mentoren, meine Coaches. Habe ich ein aktives Umfeld, das mich eben auch triggert, das mich konfrontiert, das mich challenged, das mich spiegelt, das ist mir ganz, ganz wichtig durch das. Dann halt manchmal auch einfach Podcast oder ein Buch lesen oder wieder mal einen Online-Kurs machen zu einem Thema, das mich echt interessiert. Also ich habe eigentlich jeden Tag Weiterentwicklungszeit für mich eingebaut mittlerweile. Also ich habe diesen Ring hier vor vielleicht ja. Ein Import für mich gekauft. Sieht so ein bisschen aus wie ein ja. Und es hat drei schwarze Diamanten. Und der erinnert mich immer daran, dass ich eine Manifestation Queen bin. Das ist mal das erste, die Attitude. Und dann erinnert es mich immer wieder an meine drei Hauptwerte, die mich von innen nähren. Und das ist der erste Stein, ist Weiterentwicklung, Transformationsspiritualität. Der zweite Stein ist Erschaffen, Kreieren, Service anderer Menschen. Und der dritte Stein ist Leben genießen, at most. Also da gehört für mich dazu, schöne Wanderungen zu machen, die Welt entdecken, schöne Begegnungen zu haben, Kulinarik, Musik, das Leben aufsaugen. Weil irgendwann ist es zu Ende. Das wird so. Ja. In diese drei Steine gehe ich jeden Tag. Ich hatte gerade ein Thema, was jetzt gerade hochgekommen ist in dem Zusammenhang. Und ich weiß ja, wir haben ja da auch beide so unsere Schnittstelle, Thema Schattenarbeit. Ich glaube, dass dieser Druck, der so häufig einfach sich aufbaut, wenn einfach alles zu viel wird, wenn man merkt, okay, das nächste Gefängnis muss gebaut werden, so nach dem Motto, dass dann ganz, ganz viele einfach die eigenen Schatten über einem selbst schweben und dass ja dann wieder das zum Tragen kommt und dieses Hinsehen, das Auflösen der Schatten, denn du hast gerade gesagt, irgendwann ist es vorbei, dann sind die Schatten immer noch die Schatten und haben absolut uns nicht weitergebracht in diesem Leben. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass jetzt gerade dein aktueller Weg beruflich derjenige ist, dass du andere Frauen dabei begleitest, ihr Soul-Business aufzubauen, es zu leiten und darin sich zu verwirklichen. Wie sehr siehst du denn hier auch immer wieder die Schatten, wo die Frauen letztendlich dann dagegen stoßen? Wow, mega eine kraftvolle Frage. Vielleicht darf ich ein bisschen ausholen. Ja, unbedingt. Zum Thema Schattenarbeit. Das ist wirklich ein Passiongebiet von mir geworden, ja. Weil ich einerseits bei mir selbst gemerkt habe, wenn ich Schattenarbeit mache, mache ich Bullshit. Also verletze ich andere Menschen unbewusst und ich manifestiere nicht das, was ich eigentlich wirklich will. Und das andere ist, weil ich auch einfach gemerkt habe, wie andere Menschen mich stark verletzt haben, weil sie eben keine Schattenarbeit zulassen oder machen. Und bei mir erste Mal in der Kindheit,
Da bin ich heute meinen Eltern so dankbar. Ich sage immer wieder, durch sie habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Schattenarbeit zu machen. Weil vielleicht darf ich da ein Beispiel dazu geben, was auch zu heutzutage, zur heutigen Gesellschaft eben mega gut passt. Da spreche ich jetzt etwas Kritisches an, aber ist mir ein Herzensanliegen. Mein Vater war sehr involviert in der katholischen Kirche. Auf diesem spirituellen Weg. Jetzt nicht Musik machen, aber sehr in diesem, ich bin in der Kirche, ich bin, wie man es halt auch sieht, ich bin heilig, ich bin gut unterwegs, ich bin ein Mann, immer mit diesem ganz, ganz sanften Tonfall, oder? Alles schön blank von außen. Und 2 Stunden später hat er meine Mutter geschlagen zu Hause. Und er ist nicht, also ich möchte jetzt hier nicht den Finger gegen jemanden pointen, sondern er ist nicht der Einzige, dem es so geht oder dem es so gegangen ist. Und da habe ich eben als Kind bereits gemerkt, was ist denn das für eine ambivalente, paradoxe Welt? Also da sitzt ein Mensch in der Kirche und ist gottgläubig, spirituell erleuchtet, whatever. Und 2 Stunden später siehst du, extrem aggressiv, gewaltvoll, das ganze Unterdrückte musste ja irgendwo raus. Also, da wusste ich den Namen Schattenarbeit natürlich noch nicht, aber da habe ich so meine ersten Schattenarbeitsforschungen begonnen. Und danach später, als ich mit meiner persönlichen Weiterentwicklung intensiv gestartet habe, habe ich zuerst mal mit 20 Traumatherapie gemacht für mich selbst. Da war natürlich meine eigene Schuld ein großes Thema. Da hatte ich den nächsten Zugang. Und in den letzten 5, 6 Jahren, seit ich mit meinem Business selbstständig bin und vielleicht auch ein bisschen mehr in dieser Bubble drin bin, habe ich immer wieder gespürt, oh, es ist so wichtig. Auch heutzutage heißt es vielleicht nicht mehr Kirche oder katholischer Glaube, aber es heißt vielleicht Spiritualität oder dein höheres Selbst oder whatever. Und ich finde es so wichtig, wenn wir persönliche Weiterentwicklung machen. Wir dürfen mit Affirmationen arbeiten. Wir dürfen Lightwork machen. Ich finde nicht, dass wir den ganzen Tag nur Shadowwork müssen, aber es darf eine Balance werden, weil wenn wir den ganzen Tag nur irgendwo sitzen und uns Affirmationen reinsapfen, ich bin großartig, ich bin erleuchtet, ich bin wo gehen die ganzen Schatten hin und was kreieren die? Ja. Hier kommen sie. Ja, absolut, absolut. Jetzt ein bisschen ausgeholt, so ein bisschen die Geschichte, wie ich zur Shadowwork gekommen bin. Genau. Und wenn du mich fragst, heute bei meinen Kunden ist es eben genau häufig da. Also einerseits, es gibt ja unterschiedliche Typen, wie wir da die Schatten verarbeiten. Entweder wir fressen alles in uns rein und dann manifestieren wir einfach kompletten Bullshit, weil unser Unterbewusstsein ist halt so viel kraftvoller als einfach nur dieses wunderbare Tool namens Mind. Das ist das eine, dass wir nicht das manifestieren, was wir wirklich wollen. Und wir richten die ganzen Schatten gegen uns selbst. Mit dekonstruktiven Gewohnheiten, Selbstsabotagen, Verletzungen gegen dich selbst. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie Hardcore-Verletzungen, aber die kleinen Verletzungen. Oder das Dritte, wenn wir es unter den Teppich kehren, all diese Schatten,
Irgendwo muss das raus. An wem lassen wir das raus? Ja. Und sind es halt dann vielleicht die Kids oder den Partner oder Freunde oder whatever. Ja, ja, absolut, absolut. Und ich finde auch, es ist so wichtig, auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, ganz wichtig auch zu sagen, das geht uns auch so. Auch ich mache täglich Schattenarbeit und ich merke das manchmal in Situationen, wo ich wirklich eine Haltereißleine sozusagen ziehen muss für mich. Das ist so häufig, dass ich wirklich den ganzen Tag einfach Dinge für mein Business gemacht habe, wo ich einfach viel unterwegs war, von einem Termin zum nächsten. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel Feuer in mich aufgeladen. Und dann ist es vielleicht gerade zu knapp oder es ist gerade total schlechtes Wetter, dass ich rausgehen kann in die Natur. Das ist für mich immer so dieses Ausgleichen, dieses Runterkommen. Und wenn ich das mal nicht geschafft habe, das kommt auch vor, hole ich meine Kinder ab, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Und dann kommen meistens die Schatten raus. Dann, wenn die Liebsten da sind, wenn es dann endlich entspannt sein könnte, ich aber merke, dass ich gar nicht hingeguckt habe. Ich habe gar nicht hingeguckt. Ich habe den ganzen Tag nur gefeuert, 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 gefeuert. In mir werden alte Erinnerungen wach, alte Schatten kommen raus, weil das ist auch ein großes Schmerzthema in meiner eigenen Vergangenheit. Und was passiert dann? Dann braucht nur meine zauberhaften Engelskinder, die mir alles spiegeln und die mir definitiv alle Trigger, die ich brauche, um in meinem Leben mich vorzuentwickeln, mir ins Gesicht werfen, die zeigen mir das und dann kommt bei mir alles raus. Und da darf ich dann einfach kurz sagen, hey, Moment mal, das, was jetzt gerade hier alles passiert, das sind die Schatten im Raum. Das sind deine eigenen Schatten und da darfst du jetzt mal hinsehen. Da darfst du hinsehen. Und für alle, die jetzt vielleicht auch Mutter, Vater sind und die sich jetzt denken, naja, was mache ich denn dann? Ich sage das meinen Kindern. Ich helfe mir selbst, indem ich sage, ganz verletzlich, hey, das ist gerade eine Situation, die macht ganz viel mit mir. Da passiert gerade ganz viel in mir. Da passiert Traurigkeit, da passiert Wut und ich bin gerade echt wütend. Und meine Kinder sind so cool, wir haben so viele Bücher, die über Gefühle einfach handeln. Und mein Sohn, der sagt dann immer gleich, ja, soll ich dir ein Kissen holen? Dann kannst du da reinboxen und die Wut rauslassen. Oder möchtest du aus dem Fenster schreien? Oder sei so, ja, aus dem Fenster schreien, das finde ich am besten, weil dann haben die Nachbarn auch noch was davon. Dann kommen die auch nochmal in ihre Themen rein. Ja, also solche Geschichten, das ist so der wichtigste Gedanke dahinter, einfach das auch zu sehen, wahrzunehmen. Wir haben das alle. Wir haben das alle auf unterschiedlichsten Ebenen im eigenen Leben, im eigenen Alltag. Und wenn wir jedoch anfangen, das alltagsfähig zu machen, gerade so auf unseren eigenen Alltag angepasst, dann kann das so viel einfach öffnen. Also bei mir in der Familie, mit meinen Kids, auch mit meinem Mann, ist es die Möglichkeit geworden, uns zu verbinden. Es gab eine Zeit in unserer Partnerschaft, wir sind auch schon viele Jahre zusammen und haben verschiedene Ebenen einfach miteinander erlebt. Also wenn ich aus heutiger Sicht, habe ich jetzt einen ganz anderen Mann an meiner Seite als vor, weiß nicht, fast 20 Jahren. Wir haben uns halt entwickelt, beide. Und es ist so wertvoll, einfach auch das auszusprechen, zu sagen, bei mir bricht gerade alles zusammen, weil ich bin gerade wieder 14. Ich bin gerade nicht 37 und hier deine Frau, sondern ich bin gerade ein 14-jähriges Mädchen, was gerade einfach nur verzweifelt ist. Und das einfach auch zu sehen und diese Gefühle nicht einfach wegzudrücken, weil man ja gerade in der Rolle der Mutter ist oder in der Rolle der Ehefrau, die jetzt gerade das Abendbrot fertig machen muss oder was auch immer, sondern dass man auch sich da verletzlich zeigt und sagt, hey, stopp mal, ich mache jetzt diese Rolle nicht zu Ende, weil wenn ich das jetzt tue, könnte sein, dass ich dann jemanden verletze, obwohl ich das gar nicht will. Ja. Darf ich da kurz einsteigen, weil das war so, so wertvoll. Ja. Ja. Steig gerne ein ins Thema. War gerade so wertvoll für diese Ergänzung und für das Teilen. Ich möchte hier auch noch dazu sagen, zu Schattenarbeit. Vielleicht zwei Dinge, um ein bisschen mehr Frieden in diesem Thema zu machen. Das erste ist,
Arbeit hört nie auf. Wir sind nie fertig. Also wirklich mit dem auch Frieden zu machen, wenn du einen Schatten aufgeräumt hast, entweder kommen sie nochmals auf einem Level tiefer, 3 Jahre später, oder es kommen andere Schatten. Also wirklich auch mit sich selbst liebevoll zu sein. Ich glaube, Schattenarbeit ist ein Grund, weshalb wir hier auf dieser Erde sind und noch hier sind, weil wir eben Schatten aufräumen. Also ich denke mit 80, mit 90, oder auch wenn ich mit spirituellen Menschen rede, die schon älter sind jetzt als ich, schon Lebenserfahrung habe, die hören nie auf mit Schattenarbeit. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, du machst nicht einmal ein Jahr Schattenarbeit, dann ist fertig. Sondern ich glaube, wir dürfen das integrieren in unser Leben. Was mal das eine und das andere, was du auch noch gesagt hast, dass du manchmal wie diese Schattenarbeit ein bisschen vergisst oder irgendwie vielleicht auch mal gerade nicht so die Phase ist, finde ich eben auch wichtig. Also ist mir auch ganz, ganz wichtig, genauso wichtig, wie ich sage, es ist die Schattenarbeit zu machen, ist es auch wie einfach Licht und Flower und Leben genießen. Und dann gibt es vielleicht auch mal eine Phase, wo du sagst, okay, jetzt habe ich nicht so wirklich gut aus. Und dann spürst du es ja. Du spürst es bei dir selbst eben, wie du auf das reagierst oder auf deinen Partner. Und zwar, und da dann auch nicht zu streng zu sein und zu sagen, ah, jetzt habe ich es wieder vergessen, sondern einfach, okay, es war eine Phase, wo jetzt vielleicht Lichtarbeit gerade mehr im Vordergrund war. Und jetzt schaue ich hin. Also, ja, einfach nicht zu streng, nicht zu ernst das Ganze zu nehmen. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das noch zu sagen. Ich glaube, also zumindest empfinde ich es so, wir werden auch so viel einfühlsamer und verständnisvoller gegenüber allen Menschen, die einfach reagieren aus Gefühlen heraus, aus Empfindungen heraus. Wenn wir unsere eigenen Schatten getrauen, uns anzusehen, wenn wir diesen Mut haben, einfach auch Dinge zu verändern, die einfach sich nicht mehr gut anfühlen. Wie häufig gibt es Menschen, die total wutvoll sind und die am Ende darunter leiden. Also natürlich derjenige, der es dann ertragen muss, der leidet natürlich, selbstverständlich, aber derjenige, von dem die Wut ausgeht, der leidet genauso, dem geht es auch gerade nicht gut. Und den anderen zu betrachten, aus den Augen heraus, dass es uns allen so geht, kann so viel verändern, aus meiner Sicht. Also es kann aus meiner Sicht sogar einfach diese Welt vielleicht sogar retten, wenn wir beginnen, uns selbst durch unseren eigenen Schmerz zu betrachten, zu sehen, okay, meine eigenen Schatten gehören nicht nur mir, sondern so viele Menschen da draußen teilen das gleiche Thema. Ja, also die Geschichte, die du erzählst hast, also da bin ich auch so dankbar dafür, dass du das mit uns hier teilst, denn wie viele Menschen haben genau das erlebt, haben gesehen, dass nach außen ein Bild existierte, was alle aufrechterhalten haben. Und dann, wenn sich alle abgewendet haben, wenn alle nicht mehr da sind, dann hat sich das verändert. Dann hat sich das verändert. Und ich glaube, wenn wir aus diesen Erfahrungen lernen, hinsehen, das für uns natürlich auch auf gewissen Wegen heilen können, dann kann es tatsächlich ein großes Wachstumspotenzial in sich tragen. Und ich muss aus heutiger Sicht sagen, die Dinge, die mir in meinem Leben passiert sind, die sind nicht schön. Und ich will sie nicht irgendwie so darstellen, als wäre das gerechtfertigt gewesen, als hätten Menschen das Recht gehabt, Dinge zu tun. Jedoch bin ich nur deswegen dieser Mensch, der heute hier sitzt. Den Weg, den ich gegangen bin mit seinen vielen Windungen und ja, Richtungsänderungen und so weiter und so fort, den konnte ich nur gehen, weil mir am Anfang meines Lebens Dinge passiert sind, weil mir auf diesem Weg immer wieder Dinge passiert sind, weil ich immer wieder mich
nicht irgendwie nicht geflüchtet bin aus Situationen, sondern mich einem guten Leben zugewendet habe, mich dem Licht zugewendet habe, meine Schatten zwar mitgenommen habe, jedoch einfach immer wieder weiter Richtung Licht, immer weiter zu diesem guten Gefühl, sage ich auch immer, bewege dich zu dem guten Gefühl in deinem Leben, dann hast du auf jeden Fall den richtigen Weg in diesem Moment. Mega schön. Ja. Mega schön. Mir kamen noch zwei Dinge in den Sinn. Du inspirierst mich. Da kommt immer so viel durch. Vielleicht um Schattenarbeit noch ein bisschen mehr sexier zu machen, wenn jetzt jemand zuhört und denkt so, okay, Schattenarbeit ist wichtig, aber klingt irgendwie schwer. Mir kamen noch so zwei Pluspunkte für Schattenarbeit in den Sinn, die vielleicht jemanden inspirieren kann, da weiterzugehen. Das eine ist, deine Beziehungen zu anderen Menschen, zu Mitmenschen verändern sich komplett. Es geht in diese Richtung, was du auch gesagt hast. Weil wenn wir übermannt sind mit unseren eigenen Schatten, sehen wir eigentlich gar nicht unser Gegenüber, sondern wir projizieren die ganze Zeit. Natürlich projizieren wir auch, aber wir überprojizieren wirklich die ganze Zeit. Wir haben kaum eine Chance, unser Gegenüber wirklich zu sehen, wahrnehmen, zu spüren. Und durch das, wenn du eben beginnst mit Schattenarbeit, werden automatisch deine Beziehungen aktiver und naher. Das ist so der erste Bonuspunkt, um Schattenarbeit sexy zu machen, weil ich glaube, wir alle wünschen uns gerade heutzutage tiefe Beziehungen, echte Beziehungen. Und da kann Schattenarbeit dir wirklich dabei helfen. Ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Pluspunkt, vielleicht darf ich dir noch kurz sagen. Ja, unbedingt. Der andere Punkt ist, du wirst viel mehr Energie haben, wenn du beginnst, Schattenarbeit zu machen. Weil du musst dir das so vorstellen, wenn du den Scheiß, den du nicht fühlen und sehen willst in deinem Leben, an dir selbst oder in deinem Leben, an Partner, whatever, wenn du den irgendwo, wenn du dir vorstellst, der Körper ist wie ein Haus und du pushst all das, was du nicht gerne magst, in den Keller rein, also irgendwo unten in deinem Körper, braucht dein gesamtes System meine ich, Body, Mind, Soul, Energy, Aura, braucht dein gesamtes Energie unglaublich viel, dein ganzes System unglaublich viel Energie, das gesamte eben so schön, Türe zu halten, unten halten, unten halten, unten halten, Kontrolle, Kontrolle, ich darf ja nicht loslassen, also wenn du beginnst, das aufzuräumen, brauchst du diese Energie nicht mehr, die ganze Zeit die Türe zuzuhalten und alles zu unterdrücken. Also du wirst viel mehr Lebensenergie dadurch gewinnen, langfristig, und du kannst eben auch mehr loslassen. Auch dein Kontrollfreak, wir alle haben ja diesen schönen Kontrollfreak in uns, auch dein Kontrollfreak wird dadurch ruhiger, weil du brauchst nicht mit diesem Kontrollfreak, der eben diese Tür zu haben, möglichst schaut, dass niemand bitte diese Schatten sieht. Also, ich weiß am Anfang, wenn du vielleicht neu beginnst mit Schattenarbeit oder nach einer längeren Phase wieder mal beginnst mit Schattenarbeit, schaust du vielleicht so kurz in den Keller rein und denkst, oh Scheiße, no, I don't want to go, no, I don't want to go there, no, I don't want to see it, no, no, no. Also kurzfristig ist es anstrengend. Aber denk an das Langfristige, was du darin davon gewinnst. Ja. So wertvoll. Ich danke dir so sehr für die vielen tollen Impulse. Magst du noch ein paar Gedanken dalassen und vielleicht auch ein paar Fakten, nicht nur Gedanken, zu deinem eigenen Business?
Wie kann man dich erreichen? Was ist so gerade der Weg, mit dir zusammenzuarbeiten? Mega gerne, danke. Also ich unterstütze ganz konkret feinfühlige Powerfrauen mit ihrem Soul-Business. Feinfühlige Powerfrauen, das sind wirklich Menschen, also Frauen, die sensitiv, intuitiv, vielleicht auch in der spirituellen Richtung unterwegs sind, aber Powerfrauen eben auch ambitioniert und Lust haben, wirklich etwas zu reißen. Für diese Frauen stehe ich jeden Morgen auf. Wenn du dich jetzt davon angesprochen fühlst, schau am besten mal bei Instagram Miriam Anna Casella vorbei und auf meiner Webseite. Ganz neu auch, Marie war Gästin bei mir. Ich habe ganz neu auch den Female Soul Business Talk, wo ich immer inspirierende Soulpreneurinnen einlade, einfach um neue Role Models uns Frauen geben. Genau, das ist ein Eintrittstor. Und wenn du tiefer mit mir zusammenarbeiten willst, gibt es 3-monatige oder 6-monatige One-on-One-Begleitung. Da begleite ich nur immer eine geringe Menge, damit es wirklich individuell ist. Also am besten mal auf die Webseite draufgehen. Da kannst du schauen, ob es mit dir resoniert. Am besten, wenn resoniert, ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren und dann schauen wir, wie und ob ich dich begleiten kann. Genau, ich werde die Links auf jeden Fall alle nochmal reinpacken in die Shownotes, nur um das mal ganz kurz nochmal festzuhalten für alle, die jetzt nicht mitschreiben konnten. Also es steht alles unten unter dieser Folge. Dankeschön. Genau. Ja, vielen Dank für dein Schaffen und Sein. Ich bin auch so sehr dankbar für unsere Verbindung. Ich weiß gar nicht, wir kennen uns jetzt, glaube ich, ist es jetzt 1 Jahr, 2 Jahre? Das ist irgendwie für mich schon gefühlt eine reine Ewigkeit, die wir irgendwie so uns immer mal wieder sehen und ja, uns inspirieren gegenseitig. Ich habe dir, du warst ja schon mal im Podcast, für alle, die es noch nicht wissen, du warst ja schon mal hier drin. Ich kann die Folge auch, die erste, nochmal in den Shownotes noch zusätzlich mit verlinken. Vielleicht gibt es hier auch nochmal ein paar mehr Einblicke in deine Arbeit. Ich habe dich damals 2 Fragen gefragt. Und ich würde sie gerne noch einmal wiederholen, um einfach mal zu schauen, was sich jetzt einfach verändert hat für dich. Stell dir mal vor, du könntest etwas verändern und es gibt absolut keine Limitierungen. Was wäre das aus heutiger Sicht? Was sagt diese Welt? Insgesamt, also du kannst alles verändern. Alles, alles, alles. Egal. Alles. Alles verändern. Alles. Es gibt keine Grenzen. Auch wenn es übergreifend auf diese Welt ist, quasi in andere Universen hinein. Alles, was du verändern möchtest, kannst du jetzt verändern. Was ist es? Wow, da gäbe es so, so viele Dinge. Hallo Weltschmerz. dann muss ich ein Buch darüber schreiben. Aber ich versuche mich mal auf 3 Dinge zu reduzieren, ja, damit das ist nicht zu arg ausschweifen wird. Ich glaube, das erste ist Empathie. Wenn ich zaubern könnte und allen Menschen einfach Empathie reingeben könnte, das würde unglaublich viel sein. Empathie. Und das zweite, Bewusstseinserweiterung. Dass wir alle wieder mehr sehen, spüren, wahrnehmen, geht in die ähnliche Richtung wie Empathie. Ich sehe so viele Menschen, die so komplett überrascht sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt diesen Begriff
Zivilisation. Heutzutage leben wir in Zivilisation. Und egal in welchem Land ich gerade lebe, es gibt so viele Menschen, die leben in dieser Zivilisation. Und das hindert halt uns daran, wirklich in Schattenarbeit zu machen oder unsere Seele selbst zu spüren. Zu spüren, in welche Richtung wir in unserem Leben gehen wollen. Mitgefühl, Empathie, also ich glaube, das ist das Zweite. Ich würde mir allen wünschen, dass wir unser Bewusstsein ein bisschen anheben können. Und das Dritte, was ich mir noch wünschen darf für die Welt. Ich glaube, dass jeder Mensch wirklich ihr einzigartiges Geschenk powervoll auf die Erde bringt. Und wirklich, ich nenne es immer Soul Business, ihr Soul Business nebenbei. Wenn jeder und jede das kreieren würde, was wirklich in ihnen schlummert, stell mir das manchmal vor, am Abend, wenn ich so ruhig werde. Muss dir das mal vorstellen. Planeten Erde. Jeder Mensch hat ja einzigartige Geschenke. Wenn jetzt jeder Mensch am nächsten Morgen aufwachen würde und für das losgehen würde, was hier Begeisterung auslöst für ihn selbst, mal ganz egoistisch, dann haben wir begeisterte, freudvolle, friedvolle Menschen und das andere, wir könnten unglaublich viele Probleme lösen, weil alle eben etwas erschaffen. Ja, ich habe gerade ein Bild, es gibt einen Film von, ich glaube, der ist von Walt Disney, Rapunzel-Verfilmung, und das ist so eine Szene, das ist in so einem Pub drinne oder so, und da sind alle Räuber und alle Gangster zusammengesammelt von die schlimmsten Gestalten, und dann geht Rapunzel da rein und dann geht es so ein Lied los, ich habe einen Traum, und dann erzählen die ganzen Räuber, was ihr Kindheitstraum war, was sie gerne machen würden, wenn sie einfach nochmal vergessen könnten, dass sie Räuber und Gangster sind. Und das ist so, das passt jetzt gerade so dazu, das kam mir jetzt gerade so hoch, weil das ist so wertvoll. Ich glaube, ganz, ganz häufig, wenn wir unser eigenes Licht wiedersehen, unsere eigenen, ja, tiefen Seelenwünsche, dass dann vielleicht wir so viel heilen können. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle anderen Menschen. Und vielleicht noch als Ergänzung hier, das passt gut zu dieser Räuberszene. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei mir selbst, bei Kundinnen oder bei Mitmenschen, wenn du deine Soul Mission hast, ausgerichtet bist, losrennst, um etwas in dieser Welt zu verändern. Du hast keine Zeit mehr für Dramen. Du hast keine Zeit mehr für Shit zu machen. Und eben so verändern. Du hast gar keine Zeit und Energie, jemandem etwas Schlechtes zu tun. Sondern deine ganze Energie richtet sich darauf aus. Ja. Ja, diese war die kurze Verbindung instabil. Genau, jetzt war gerade die Internetverbindung instabil. Es war genau zum richtigen Moment, denn ich glaube, das war gerade eine richtig schöne, runde Sache. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Es ist Wahnsinn, was jetzt in diesem Austausch drin steckt. Und ich möchte dir wirklich von Herzen so sehr danken für deinen Weg. Und ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich sie quasi so hinten runterfallen lasse. Stell dir mal vor, du bist 111 Jahre alt geworden. Heute.
Heute ist dein 111. Geburtstag und ich komme zu dir, habe meinen Rollator vielleicht dabei oder vielleicht komme ich auch noch angelaufen und ich habe mein Buch dabei, ein ganz, ganz dickes, wo all deine guten Gedanken drin sind, all deine Inspirationen, all das, was du verändert hast in dieser Welt. Und dieses Buch hat noch keinen Titel. Welchen Titel möchtest du diesem Buch geben aus heutiger Sicht? Soul Rebellion. Ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch gesagt. And it is like that. Yes. Wow. So schön. Dankeschön. Danke, 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 dass es dich gibt. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe so sehr, dass du so unendlich viel mitgenommen hast aus dieser Folge. Es war für mich ja ein Ankommen, ein Wiedererkennen in diesem Austausch und es war einfach ja, magisch, magisch. Es war so ein schöner Moment gemeinsam mit Miriam Anna Casella. Und wenn du noch mehr über sie erfahren möchtest, über ihre Arbeit, dann schau so gerne in die Shownotes. Hier findest du alle Links, die zu ihrer Arbeit führen und natürlich auch den Link zu dem ersten Interview, was ich mit ihr führen durfte. In diesem Sinne, lass mich gerne daran teilhaben, was du alles mitgenommen hast. Und falls Fragen sich ergeben, darfst du die natürlich von Herzen gerne stellen. Denk immer daran, der gemeinsame Austausch bringt uns allen weiter. Und die Verbindung ist so unendlich wertvoll. Bis dahin freue ich mich riesig, wenn du dieses Interview teilst mit Menschen, wo du denkst, dass es vielleicht gerade der richtige Zeitpunkt ist, der richtige Zeitpunkt loszugehen, den eigenen Weg zu gehen und sich nicht mehr hinter den eigenen Schatten zu verstecken. Teile dieses Interview, teile sehr gerne die Arbeit von Miriam Anna Casella und auch meine. Das macht für uns einen riesen, riesen Mehrwert aus, denn wir wollen natürlich mit unseren Intentionen und unseren Visionen in die Welt hinausgehen und ja, ganz viele Menschen wie möglich daran erinnern, dass sie es in ihrem Leben wert sind, glücklich und gesund zu sein. In diesem Sinne, denk auch du immer daran und bleibe bewegt. Deine Marie.